Hallo Ballerfreunde, hier ist wieder Explain Gaming und willkommen zu einem neuen Waffenguide. Und zwar habe ich hier heute mal die P90 mit am Start, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt. Und jetzt, wie immer, haben wir hier erstmal keine Aufsätze auf der Waffe drauf. Was kann ich dazu sagen? Die Waffe hat ein ziemlich schlechtes Iron Sight. Ich sprühe die Gegner auch eigentlich alle aus der Hüfte weg, wie man das sieht. Den einen oder anderen treffe ich dann auch noch so, wenn ich die Zielvorrichtung benutze. Aber es ist auch nicht wieder das Wahre. Und man sieht schon, man kann mit der Waffe auf dichten Distanzen ganz gut was wegholen. Auf Reichweite, da wird das dann schon ein bisschen schlechter wie den jetzt hier. Ne, da ist das schon ziemlich schwierig, mit dem Visier da jemanden zu treffen. Und die Munition geht dann auch recht schnell aus. Die Waffe hat eine Feuerrate von 900. Und jetzt sieht man hier auch noch ganz gut, man verliert die Gegner durch das Iron Sight ganz schnell mal aus den Augen, wenn das dann auch mal so dunkel ist. Wie jetzt hier, hat er mich natürlich weggeholt. Gut, von hinten. Aber der ist mir trotzdem durch die Lappen gegangen, weil ich ihn einfach nicht mehr gesehen habe. Und ja, 900 Schuss pro Minute ist eigentlich so schon fast ganz oben. Also mit ganz oben, sage ich mal so. Dann ist die Waffe im Hüftfeuer richtig gut. Also da kann man eigentlich richtig gut was reißen mit. Jetzt sieht man gleich nochmal hier, wie schnell man die dann aus den Augen verliert. Und die Waffe tanzt doch halt richtig stark hin und her. Das sieht man jetzt auch gleich, wie hier, ne, immer hin und her, links, rechts. Sieht man jetzt auch hier, sieht man jetzt auch wieder, der Gegner erschluckt ohne Ende, man versucht ihn einfach zu killen. Ist nicht so einfach mit der Waffe zu spielen. Jetzt hier mit der letzten Murmel habe ich ihn noch erwischt. Es ist halt auch wieder eine Waffe, die sehr selten gespielt wird. Das habe ich ja gleich gesagt bei meiner ersten Waffe, dass ich nur die Waffen zeigen werde, die sehr selten gespielt werden. Ganz einfach, damit sie einfach mal ausprobiert werden. Man kann damit auch was reißen, wie man jetzt hier sieht. Ich habe natürlich wieder Clips genommen, wo man ein bisschen was sieht. Wie hier zum Beispiel, selbst ohne Aufsatz habe ich die beide weggeholt. War es vielleicht mehr Glück als Verstand, aber okay. Jetzt habe ich hier mal was ganz... Und hier habe ich was ganz Neues ausprobiert. Und zwar mit diesem Infrarot. Ich glaube, das ist Infrarot. Ich weiß es nicht genau. Es gibt ja zwei von den Dingern. Mit diesem Visier. Das werde ich auf jeden Fall auf den MGs auch nochmal ausprobieren. Damit funktioniert es eigentlich hier in Battlefield richtig gut. Mit diesem Visier habe ich hier die G18 ausgepackt, weil das Nachladen halt immer sehr lange dauert mit der Waffe. Der hat 50 Schuss im Magazin. Eigentlich auch mit ganz oben. Braucht sie auch, weil der Schaden ist halt sehr gering. Auf Reichweite ist es richtig schlecht, also da sollte man sich schon überlegen, ob man überhaupt angreift mit der Waffe. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Wie jetzt hier, ich habe mit der Granate einen angehauen. Jetzt hier mit diesem Visier. Die haben das gar nicht gescheckt, der will jetzt hier noch flüchten. Aber den habe ich auch noch gekriegt. Also dieses Visier, das kann man ruhig mal ausprobieren. Wenn man jetzt hier guckt, jetzt habe ich hier, so würde ich die Waffe fast spielen. Fast. Jetzt habe ich hier das Coyote-Visier, den grünen Laser und den schweren Lauf. Und man sieht halt, der schwere Lauf, der macht halt wieder so viel Stabilität weg, das lohnt sich eigentlich nicht. Deswegen, ich würde da auf jeden Fall, meine Empfehlung ist auf jeden Fall dieses ein RDS nach Wahl. Ich habe das Coyote-Visier, weil ich spiele immer alle Waffen komplett frei, dass ich dann halt auch alles gut ausprobieren kann, und das Coyote-Visier finde ich einfach am geilsten. Dann habe ich jetzt hier den Kompensator drauf, so, man kann auch die Mündungsbremse nehmen, und Laser, naja gut, den habe ich jetzt eigentlich nur drauf wegen dem Hüftfeuer, muss nicht sein, den kann man eigentlich weglassen, weil der verrät einen nur, das ist mir ein paar Mal wieder passiert. Ich nehme ihn eigentlich gar nicht mehr, egal ob den grünen, den roten oder den anderen. Weil es verrät einfach nur zu sehr, du leuchtest einfach dahin und so doll macht er das Hüftfeuer jetzt auch nicht doll, dass es sich lohnen könnte. Aber man sieht hier ganz gut, mit dem Kompensator ist die Stabilität von der Waffe doch schon wieder besser und man kriegt es einfach besser hin. Weil die Waffe, die haut nicht so nach oben weg, die tanzt zwar ziemlich stark nach rechts weg, das ist klar, das kriegt man auch nicht weg. Die haut halt immer schön nach rechts weg und das ist halt das große Problem an der Waffe. Jetzt haben wir hier noch so ein kleines Ding. Wie man denn hier jetzt sieht, kann ich auch mal auf etwas größere Distanzen, also jetzt nicht von ich sag mal, wie jetzt hier, ja, schön aus der Hüfte, aber man kann mit der Waffe auch mal auf etwas größere Distanz was wegholen. Aber wenn es dann wieder zu groß wird, das sieht man auch gleich hier, da wird die Reichweite ein bisschen zu groß, da lohnt sich das ja nicht mehr anzugreifen. Jetzt hier, das wird sich nicht mehr lohnen. Den würde ich sowieso nicht kriegen. Werde jetzt hier auch von vorne angeschossen und bin eigentlich auch erledigt, weil ich kann mich nicht selber heilen und von hinten kommen die Gegner auch gleich, oder einer zumindest, und das war's dann für mich.
Die Waffe ist mehr was für Close-Border-Situationen. Leider wird sie sehr selten gespielt. Das ist einfach in diesem, wo ich jetzt immer gespielt habe, wurde sehr doll die Ace gespielt, die Ace 23. Ja, und das ist halt nicht das Beste. So, damit sind wir auch gleich zum Ende angekommen. Meine Empfehlung wäre praktisch ein RDS und die Mündungsbremse, weil mehr habe ich ja auch nicht für diese Waffe. Mehr gibt es ja auch bald für diese Waffe gar nicht. Den Laser kann man, muss man aber nicht. Und ja, das war's eigentlich so. So, ich hier noch den Einwecken, das war's denn. Okay, Leute. Ich sag nur, probiert die Waffe aus. Schreibt mir eure Empfehlung, was ihr gerne sehen würdet. Und damit bin ich erstmal raus. Bis zum nächsten Waffenguide. Euer Explain Gaming. Haut rein, tschüss.